Wenn du große Ziele erreichen willst, Neues umsetzen willst, brauchst du viel Energie. Denn es gilt, eine ganze Reihe von Dingen umzusetzen, Krisen zu umschiffen und trotzdem handlungsfähig, sprich resilient zu bleiben. Und dennoch sind so viele Menschen derart gestresst, dass wenn sie abends schlafen gehen wollen, einfach nicht die Ruhe finden, die Batterien nicht neu aufladen und von Tag zu Tag vom Energielevel her abbauen. Das führt natürlich nicht zum Ziel, sondern eher zum Burnout. Und wie du das vermeiden kannst, darum geht's in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer und Berater, sondern vor allen Dingen auch Coach. Das bedeutet, ich befasse mich mit der Psyche meiner Klienten und natürlich auch mit meiner eigenen. Und eine der wesentlichen Aufgaben ist, die steigende Menge von Aufgaben, von Projekten, von Gedanken zu verwalten und dabei selbst nicht zu verbrennen. Es gilt also, begeistert zu sein, zu brennen, ohne dabei zu verbrennen. Und hierfür gibt es einen Effekt von einer Psychologin. Und dieser Effekt ist schon fast 100 Jahre alt, aber die wenigsten Menschen kennen den, die wenigsten Menschen organisieren ihr Tag und ihr Denken danach. Und dieser Effekt, der dir deine Energie täglich rauben kann, heißt Zeigarnik-Effekt. Frau Zeigarnik war eine Professorin in Berlin an der Humboldt-Universität und sie hat Folgendes festgestellt. Frau Zeigarnik hat festgestellt, dass der Mensch sich eher an die unerledigten Aufgaben erinnert als an die erledigten. Und sie hat festgestellt, dass eine unerledigte Aufgabe im Unterbewusstsein, in deinem Gehirn, Anspannung bedeutet, das heißt Energien bindet. Und diese Anspannung, die unterbewusst aufgebaut wird, wird dann erst abgebaut, wenn die Aufgabe tatsächlich erledigt ist. Das wirst du vielleicht kennen, wenn es um deine Steuererklärung oder um eine Prüfung geht oder um eine zugesagte Aufgabe, die du versprochen hast. Dann wirst du täglich sehr wahrscheinlich darüber nachdenken, morgens, wenn du aufstehst, abends, wenn du schlafen gehst, wenn du beim Sport bist, beim Autofahren bist, ploppen diese Gedanken immer wieder hoch und binden wertvolle Gedanken und lösen möglicherweise auch unterbewussten Stress aus. Denn tatsächlich soll diese Aufgabe erledigt werden. Wenn dein Leben nur aus einer Verantwortlichkeit, einer Zuständigkeit, einer Aufgabe besteht, nun, dann ist das vielleicht noch überschaubar. Aber wenn du verantwortlich bist, gerade als Gründer, Unternehmer, als Führungskraft, für viele Projekte, für Zielerreichung, für Qualitätsmanagement, für Gespräche mit Menschen, für Gespräche mit Mitarbeitern, für Gespräche mit entsprechenden Vorgesetzten oder Menschen, wo du kontroll- und ergebnispflichtig bist, dann hast du viele Aufgaben in deinem Unterbewusstsein. Was bedeutet das jetzt für deinen Alltag? Nun, jede einzelne Aufgabe, die nicht erledigt worden ist, bleibt lose liegen, wie ein paar offene Schnürsenkel. Und das Gehirn hat das Bewusstsein oder den Wunsch, diese Aufgaben zu erledigen. Und so lange setzt es diese unerledigten Aufgaben mit energetischer, unbewusster Energie fest und sorgt dafür, dass du dich immer wieder daran erinnerst. Jeden Tag werden die praktisch als Wiedervorlage hochgespült und kosten damit deine Gedanken, deine Energien. Der absolute Worst Case ist, dass du 60.000 unerledigte Aufgaben hast. Dann ist nämlich jede Aufgabe genau mit einem Gedanken verbunden. Du denkst den ganzen Tag an alle 60.000 Aufgaben und gehst wieder schlafen und hast nichts zu Ende gebracht. Das ist natürlich übertrieben. Aber wenn alleine 10, 20, 30 Aufgaben offen und liegen bleiben und du heute nicht erledigst, dann kostet dich das von Tag zu Tag immer mehr Energie und kann dich natürlich davon abhalten, dass du gute Entscheidungen triffst. Es kann dich davon abhalten, dass du gute Gespräche führst. Es kann dich davon abhalten, das Wichtige zu tun oder die Ziele zu erreichen, Neues zu entwickeln und auch umzusetzen. Erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass du an nicht unendlich viele Dinge gleichzeitig denken kannst, sondern die Wissenschaftler haben festgestellt, dass du einen Chunk hast, wo du gleichzeitig maximal an 7 plus minus 2 Informationen auch denken kannst. Was bedeutet das im Alltag, wenn du nun 10, 11, 12 Aufgaben hast, die offen sind? Dann bringt dich das in einen Stressfaktor, eine Überforderung, so als wenn du nur mit 3 oder 4 Bällen jonglieren kannst und auf einmal 10 Bälle zugeworfen bekommst. Das ist Überforderung und auch die kann in ein Burnout führen. Garantiert aber wirst du wenig Ressourcen, Zeit haben, um über die Zukunft nachzudenken, die Vergangenheit auszuwerten und heute die Zukunft zu gestalten. Was kann dich nun dabei unterstützen, dass du diese Aufgaben gut bewältigst, dass du rauskommst aus diesem Zeigarnik-Effekt mit vielen offenen Aufgaben? Nun, die Lösung liegt in einer anderen Studie. Und zwar haben Wissenschaftler 2 Gruppen von Studenten beobachtet. Beide haben einen Prüfungstermin gehabt.
Und die eine Gruppe hat sich darauf vorbereitet, Handratten gedacht, aber tatsächlich sich nicht wirklich schriftlich niedergelegt und festgelegt. Die zweite Gruppe hat auch den gleichen Prüfungstermin, die gleichen Prüfungsaufgaben bekommen und musste sich vorbereiten. Der Unterschied war nur, dass die am selben Tag ihren Terminkalender, einen Block genommen haben, sich aufgeschrieben haben, welche Aufgaben, welche Projekte genau zu erledigen sind und haben sich einen schriftlichen Zeitplan gemacht und die Aufgaben in die Zukunft in den Kalender verteilt. Was war nun der Unterschied? Nun, auf der einen Seite waren die Aufgaben tatsächlich noch nicht vollständig erledigt, also noch nicht gelernt worden. Aber auf der anderen Seite war für das Gehirn die Sicherheit da, dass die Aufgaben in der Zukunft verortet sind, und zwar schriftlich im Terminkalender. Und genau die gleiche Entscheidung kannst auch du heute treffen. Möchtest du zu den Menschen gehören, die viele Aufgaben hat, die nicht erledigt oder zumindest nicht schriftlich niederschreibt, damit sie in der Zukunft mit Sicherheit erledigt werden? Oder möchtest du zur zweiten Gruppe der Menschen gehören, die Aufgaben, wenn es möglich ist, heute sofort erledigen bzw. heute die Aufgaben verschriftlichen, wo und wann sie in der Zukunft erledigt werden sollen? Weshalb ist der Zeigarnik-Effekt für dich so wesentlich als Unternehmer, als Selbstständiger oder als bessere Führungskraft? Nun, die Antwort ist relativ simpel. Wenn du eine Aufgabe gut erledigst, wird sie in der Regel nicht nur belohnt mit Geld, sondern mit noch mehr Aufgaben. Du kriegst Weiterempfehlungen, du kriegst den Auftrag, du kriegst einen Stammkunden, du kriegst dann noch mehr Umsatz und noch mehr Aufträge. Gute Arbeit wird belohnt durch noch mehr Arbeit. Tatsächlich wird es also keine echte Obergrenze an Aufgaben geben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du neu gründest, hast du viele neue Projekt- und Aufgabenbereiche. Und die Gefahr ist groß, dass du überfordert bist, dass dein Chunk überlastet bist, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst. Und deshalb kann dir diese Studie, diese Untersuchung, dieser Effekt dabei helfen, durch Verschriftlichung deinen Kopf immer wieder zu leeren. Vielleicht wirst du jetzt verstehen, weshalb es im Kampfsport völlig normal ist, dass bevor du in den Kampf oder Training gehst, erstmal deine Gedanken befreist von Zeigarnik-Effekten. Du sitzt dort 1, 5 oder 10 Minuten und sortierst erstmal deine Gedanken weg. Am besten geht das natürlich mit deinem Stift und Zettel, damit du nichts vergisst und in der Zukunft weißt, was du machen, was du erledigen willst. Erst dann, wenn dein gedanklicher Zustand wie ein spiegelglatter See ist, erst dann bist du wirklich einsatzfähig und hast deine Energie für das Wesentliche. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, wie du dich selbst organisierst, wie du Systeme schaffst, um eine steigende Anzahl von Aufgaben so abzubilden, dass du sie wiederfindest oder im Team abarbeitest, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen dir nicht nur bei der Entwicklung deiner Geschäftsidee, deines Geschäftsmodells, sondern auch bei deiner Persönlichkeitsentwicklung, wie du besser denkst, entscheidest und handelst und wie du auch besser kommunizierst. Mach also jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Gerne kannst du das Video liken, wenn es dir gefallen hat, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann wirst du auch weiterhin informiert. Rufe also jetzt an und buche dein kostenfreies Erstgespräch oder nutze den Link unterhalb deines Videos. Dann hörst du auch zu den Menschen, die über scheinbar unerschöpfliche Energiepotenziale verfügen, auch wenn die Aufgaben- und Projektlast stetig steigt. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.